Oh, Obsidian. Habe ich noch gar nicht ausprobiert, wie das aussieht beim Ankühler mit dem Obsidian. Ach, wo gehst du denn hin? Naja, haben halt ein erbsengroßes Gehirn. Das bemerkt man schon bei der Wegfindung. So, mal schauen. Obsidian wiegt 14, also ist egal. Muss man das arme Viech nicht unbedingt mit belasten. Ja, der kriegt erstmal nur Metall. Ja, sehe ich auch so. Ich habe hier noch zwei Agis mit. Obwohl, Steine, da werden das auch die Hälfte vom Gewicht. Patschi hat sich verteidigt. Der wird angegriffen von diesen Totenkopfvögeln. Wie heißen die noch? Die Morphoden. Genau. Die kriegt er natürlich nicht. Und er kreiselt. Aber ich meine, die machen ihm natürlich keinen Schaden. Das ist ein ekelhaft hübscher Kerl. Wow, weg hier. Hat er dich entdeckt? Ja, ja. Och, jetzt steckt dich gerade in einem anderen Nodon. Er hat aber auch im Moment hier überhaupt gar keine richtigen Gegner. Zwei Stegos. Der ist aber auch... Boah, der lässt sich von allem ablenken, ne? Aufmerksamkeitsspanne null. Und was ist der hier am Grasen? Ja, jetzt geht er wieder flussaufwärts. Ich kann nur hoffen, dass er mich entdeckt. Na, oder auch nicht. Jetzt den da auch. Der dreht voll am Rad. Und dem ist das auch egal, wenn sein Opfer am Boden liegt. Der lässt es dann einfach da liegen, ne? Ja. Dann ist für ihn die Arbeit getan, dann geht er. Kein Hunger. Ja. Triceratops tot, Stego jetzt gleich auch tot. Und ich, wenn ich nicht die Flügel in die Hand nehme, bin ich auch weg. Ach nee, jetzt nicht ihr. Nee, euch kann ich nicht in der Nähe eines Alpha-T-Rex gebrauchen. Also flieg ich mal eben weg. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu krass. Weil das Ende kenne ich dann schon. Drei Meganoera beißen die in den Hintern. Du verteidigst dich gegen die. Hast keine Ausdauer mehr. Und dann ist auf einmal... Oh, ach, den bringe ich mit, wa? Weiblicher Raptor, Level 92. Ja, aber den kriege ich im Nodon gar nicht, ne? Leute, prügelt euch doch woanders. Aber ich wollte gerade sagen, den Ausgang würde ich gerne sehen, aber Raptor hat gewonnen. Trike hat verloren. Aber der nährt sich wenigstens noch davon. Da hat man dann Verständnis. Da kann man sagen, okay. Aber der Oberpenner da eben, das war ja schon nicht mehr schön. Ja, aber wenn ich ein Osterdodo wäre, wäre ich nicht hier. Sagen wir es mal so. Nein. Also habe ich auch eine Einkehr und Einsicht und kehre ein. Aber trotzdem, gerade mal so an Punkten, wo man selten immer so vorbeischaut, kann man ja ruhig mal ein Auge werfen. Ja, aber auch, also ich meine,
Das sieht überhaupt sehr rar gesät aus hier mit dem kleinen Geflügel. Und wenn ich so ein Huster-Dodo wäre, dann wäre ich auch nicht hier im Mangrovenwald. Oh, die Fiumia. Hilfe, Hilfe. Was ist los? Was hat dich denn so aufgeregt? Ob es Osterkröten gibt? Ach, und ich könnte mal gucken, wo mir diese Horde Zombie-Dodos auf meinem Singleplayer begegnet sind. Vielleicht sind das ja jetzt alles Oster-Zombie-Dodos. Findet Zora gerade gar nicht lustig. Oh, das brütet. Cool. Warte. Dem hier ist zu kalt. Nee, jetzt brütet es auch. Ja. Oh, die Spannung steigt. Oh. Du machst die Feuer aus. Ja. Damit die Tiere nicht verbrennen. Ja. Oder besser gesagt, jeder stellt sich an ein Feuer. Ja, ich stehe links von meiner Seite aus. Null vier. Null zwei. Null drei. Der dürfte zuerst schütten. Der auf deiner Seite. 01. Da! Brauchen wir noch nicht mal ausmachen, wa? Ja. Flash. Level 90. Wow. Oh, too cold. Warum? Rexy. Too cold. Nee. Oh, jetzt blutet er. Dann brauchen wir aber dringend rohes Fleisch, ne? Ja, du kannst gleich mal mit Roxanne. Noch einer. Oh, ich stehe drinnen. Ja. Hier geblieben, hier geblieben. Oh, erstmal wandern, deaktivieren. Feuer aus. Feuer aus. Wandern, deaktivieren. Folgt ja, die mir. Können im Moment nur 5 tragen, ne? Ja, ja. Und der sogar nur 4. Oh. Hier kommt immer drauf an, aber eigentlich gehen die relativ fix hoch. Pass auf, ich tue die hier in die Wurst Fleisch. Nee, ich kann mir das hinten aus dem Räucherschrank holen. Das da habe ich ja gerade her. Ja, dann pack's in die Wurst. Ah, falsche Taste. Abbauen? Ja, ich hol gerade das Zündpulver hier raus. Weil die stören mich hier eher. Jetzt. Ach, da hast du schon was geholt. Ach, jetzt kann ich auch meine Fackel ausmachen. Oh, guck mal! Auf die Süßen konzentrieren. Guck mal! Ja. Das sind aber zwei echt schön unterschiedliche Rexons geworden. Obwohl Mama und Papa gleich sind. 106. 90, okay. Wie sind die Stats? 4000 Gesundheit, geil. Ausdauer 1080. Der hat auch 4180 Gesundheit. 248
Nahkampf. Nett, nett. Oh, ein Rex-Baby-Schafsfoto. Ja. Nee, müssen wir nach vorne kommen. Wie geht das nochmal? Ein Schneeball. Du meinst sowas hier, ja? Oder sowas? Ah, sehr schön. Müssen wir beleidigen. Ja, ja, ja. Dann erklär du mal unseren Zuschauern, warum da plötzlich zwei Schafe stehen. Ich habe sie am Strand gefunden. Ich war Steine sammeln. Das glaubt uns keiner, ne? Das wird uns niemals jemand glauben. Einmal direkt hier unten und einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Ich konnte es nicht glauben. Du konntest es selber sehen. Ja. Oh, ich kann mich nur wiederholen. Wie viele Stunden, wie viele Folgen waren wir auf der Suche nach einem Schaf? Und Winnie hat hier beim Ausbau unserer Station, zeigen wir noch, ist ein bisschen größer geworden. Ihr seht ja auch da hinten die Thylacoleus und da ist noch ein zweiter Bronto dazugekommen. Aber wichtig für uns sind diese beiden süßen kleinen Rex-Babys, die uns jetzt erstmal wieder eine Menge Nerven kosten und die Haare vom Kopf fressen werden. Winnie hat Thylacoleo gehört. Ja, und als ich irgendwann mal wieder unterwegs war auf der Suche nach einem Schaf. Das war cool! Das war richtig cool. Ja, schrie sie. Da ist ein Schaf! Ja. Über Steine klopfen. Fürs Basis ausbauen. Und wir sitzen uns den Hinternwund im Argentavis-Sattel. Naja. Könnt schon fast ein Stack. Oh, wie cool. Aber rosa Schafe reite ich nicht. Ah, das ist so, so knuffig. Ne? Ach. Ein rosa Schaf mit grauen Hörnern. Und mintgrünen Augen. Gut, dass wir Farbe haben. Wag es dich. Sei still. Hui. Die sind ja auch irgendwie beim Reiten wie Wölkchen, ne? Findest du nicht? Ich finde, die sind wie Wölkchen. Ich habe da noch nie drauf gesessen. Wie? Ja, wann denn? Ja, wie? Oh! Wie Wölkchen, oder? Guck mal, die Ausdauer ist ja der Hit. Der ist, ja. Ich meine, guck mal aufs Gewicht. Dann weißt du, was geht. Ah. Ja, aber das sind leider alles beides Männer. Aber wir werden bestimmt beim nächsten Steineklopfen mal wieder sowas finden. Ja, und damit endet die Serie. Wir wollen ein Schaf. Ab jetzt heißt sie, wir haben ein Schaf! Ja, oder Winnie? Ab jetzt heißt es, wir haben ein Schaf, ne? Ja, und Rambo und Rocket. Ja, die sind ja noch nicht am Leben. Ja, das schon, aber im Moment noch nicht effektiv. Okay, die sind noch keine effektiven Teilhaber unserer Gesellschaft. Nee, oder so. Nur Fressfeinde im Moment. Deswegen kannst du mal bitte dich auf Roxanne schwingen und die Bucht aufräumen. Ja. Aber bitte keine Hasendodos aufräumen. Ja. Die dir in Massen entgegenkommen werden. Ja. Roxanne! Ja, wie ihr seht, also hier dieses Hexenhäuschen ist ja schon mal so länger da. Hier war die alte Mauer. Genau hier. Und
Die ist umgezogen, die Mauer. Unsere Boxen sind jetzt also unsere Sandbox. Roxanne hat nichts Besseres zu tun, als erstmal ihren Senf dazu zu geben, als große braune Kugel. Ja. Die Zähnboxen sind ein wenig lediert. Und mittlerweile innerhalb unseres Schlosses, Gebietes, wie soll ich das nennen? Ihr seht, wir haben hier hinten zugemacht. Hier drüben wird das Ganze durch ein kleines Tor ergänzt. Den Rest zeige ich euch, wenn wir zurückkommen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich einen Osterdodo finde? Boxen. Dir ist aber schon klar, dass durch deinen Auftrag jetzt fast alles Lebewesen hier ausgerottet wird von mir, ne? Ja, Rocky und Rambo wollen leben. Okay. Eine kleine Anekdote habe ich noch von eben. Ich war ja auf der Suche nach diesem Baryonyx und habe ja bei diesen Bibern gehamstert. Bei Bibern gehamstert, der ist gut. Und da begegnet mir dann ein Terrorvogel und ich hatte das Hut aus. Und ich hau auf diesen Terrorvogel ein und hau auf diesen Terrorvogel ein und hau auf diesen Terrorvogel ein. Und als er dann endlich tot ist, steht da oben Level 95. Wenn ich das vorher gelesen hätte, ich wäre gerannt. Oh. Ja, ist so. Oh. Das war jetzt nicht so klug, meine ganze Kohle. Also hier habe ich eigentlich immer meine Kohle hergestellt. Das hat sich jetzt gerade ergeben. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab... Außerdem sind das unsere beiden Boote. So. Jetzt weißt du, wo ich war. Ich musste da einen Stegosaurier davon überzeugen, Futter zu werden, weil Rocket und Rambo wollen ja überleben. Ja. Das hat er sich damit bezahlen lassen, dass er mir meine vier Feuer geklaut hat. Oh. Ja. Und wieder muss Roxanne in Form eines braunen Eis ihren Senf dazugeben. Wenn wir wieder was Neues zu berichten haben, melden wir uns. Bis dann.